Ja, hi Freunde, euer Table Tennis Addict hier. Und heute bringen wir den ersten richtigen Materialtest auf diesem Kanal. Und wir fangen mit einem Holz an. Und das Holz heißt Sanike ALC. Und ja, das werden wir heute testen. Belege sind, kann ich ja mal ganz kurz hier zeigen. Also, so sieht das Holz aus, genau. Belege 80 FX beidseitig in 1,9. Ja, genau. Und das möchte ich heute antesten mit euch. Und ja, meine Story zu dem Holz, warum nehme ich das Holz hier als erstes? Weil das mein erstes Holz war, mit dem ich einigermaßen das Gefühl hatte, da geht es voran, da habe ich Erfolge, es ist 3-4 Jahre her. Und da hat es mir sehr viel Spaß gemacht, aber man entwickelt sich auch weiter als Spieler und findet andere Präferenzen in seinem Spiel, andere Seiten, die man aufziehen möchte. Und aus irgendeinem Grund gefiel mir das dann nicht mehr. Vergleichbar für die, die es interessiert, vom Tempo und von den Spieleigenschaften, vergleichbar mit Viscaria, Timo Boll ALC und Spirit, Boll Spirit, weil die alle so auf einer Ebene sind und weil die alle vom Aufbau her ziemlich gleich sind, nur anders verklebt sind. Das sind meine Informationen zu diesen vier Hölzern oder auch im Vergleich zu diesem Holz. Und wir fangen mal mit den wesentlichen Bereichen an. Ich erzähle euch nach jedem Bereich sozusagen, was ich ja, gefühlt habe, wie ich denke, wie das Holz ist und auch in Kombination mit den Belegen. Wir fangen an mit Vorn-Kontern und Vorn-Topstand. Im Konterbereich knackig, also es macht so ein knackiges Geräusch, es fühlt sich auch nicht an wie das weichste Holz. Vorm Topspin, ja, das ist eigentlich ganz witzig, da beschreibt es der Hersteller Butterfly ganz wichtig, auch in ihrem Katalog und auf ihrer Website, fühlt sich so mittelhart an. Das heißt, es ist definitiv für mich, ich spiele das Holz im Moment, ist dieses Holz härter vom Feeling her als Markus Freitas und fühlt sich auch nicht so elastisch an wie Markus Freitas Holz. Wenn ich Topspin ziehe, da ich das Gefühl, dass der Schläger den Ball oder das Holz den Ball relativ schnell rauslässt, also weniger Kontaktzeit als ein Markus Freitas Holz, dafür aber ganz knackige Schläge ganz gut gehen, also wenn man ein bisschen auf Härte spielt, ist das definitiv gut im Vergleich zum Boll ALC, was ich auch mal gespielt habe. Würde ich jetzt sagen, das hier ist ein knackiger als das Ball ALC. Alles meine subjektive und individuelle Empfindung zu diesem Holz. Wir testen mal so ein bisschen die Rückhand. Erstmal Rückhand kommt und dann Rückhand. Thank you.
ich mir sehr gut vorstellen. Oder beziehungsweise kann ich auch euch sagen, aus meiner Erfahrung ist das ein unfassbar gutes Holz auch zum Blocken. Also man hat ein unheimlich kompaktes Gefühl, wenn man in der Rückhand gegen den Ball geht. Und beim Rückhand-Topspin, ja, da fühlte sich das Holz jetzt sogar für mich gefühlvoller an, als wenn ich in der Vorhand gespielt habe. Für mich persönlich. Rückhand-Topspin kam alles relativ präzise. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass das Holz hier mit härteren Belegen als jetzt die ich hier gerade spiele, also 80 FX ist ja relativ weich, gut harmoniert, dass man aber je höher man von der Härte geht, doch feiner treffen muss und besseren Armzug braucht. Aber so als Endschlagspielholz, auch für die Rückhand, kann ich mir vorstellen, dass das Holz hier sehr viel Power mit sich bringt. Was wir auch noch machen können, ist Topspin auf Unterschnitt, da mal. Definitiv auch nicht das Maß aller Dinge ist, aber die Spin-Entwicklung ist halt einfach, die ist okay, aber wie gesagt, Markus Freitas Holz oder beim Wollholz, da merke ich noch, wie der Ball tiefer eintaucht. Ich glaube, das Holz ist von den ganzen Schlägen, die ich jetzt auch getestet habe, eher so auf offensives, direktes Spiel ausgelegt mit Rotation. Aber wer wirklich nur auf Rotation gehen will oder seine schnellen Schläge mit einem Merkmal, wo die Rotation ausgeprägt ist, auslegen will, der sollte vielleicht eher doch zum Freitas greifen, der sollte vielleicht doch zum Woll-ALC greifen. Ja, was kann ich noch machen? Ein paar Aufschläge vielleicht. Einfach den Standard-Unterschnitt mal vielleicht machen. Natürlich nur ein paar Aufschläge. Scheint mir auch hier den Ball schneller rauszulassen als andere Hölzer. Das heißt, ich habe auch den 80er Fix zum Beispiel auf dem Freitagsholz gehabt und da hatte ich beim Aufschlag auch das Gefühl, dass der Ball länger kleben bleibt, mehr Kontaktzeit auch beim Aufschlag. Im Großen und Ganzen zeigt das Holz große Eigenschaften für Endschlagspiel und auch um den Gegner dauerhaft mit druckvollen Bällen zu konfrontieren, nicht unbedingt Spin, ist die große Stärke meiner Meinung nach. Es kommt sicherlich auch darauf an, wenn man Tenergy 05 drauf spielt und das gewisse Können mit sich bringt, kann ich mir auch hier vorstellen, dass wir sehr gut auf Spin spielen können. Aber das Holz ist flott, also es gibt den Ball sehr schnell raus, es katapultiert den Ball sehr schnell raus. Ja, das Holz liegt so bei 169 Euro, glaube ich. Und ja, Resümee dazu, ist kein Holz für Anfänger, würde ich sagen, ist auch kein Holz für die Leute, die den Anfängerstatus überschritten haben. Ich würde es nicht als Einsteiger-Carbonholz empfehlen, da würde ich eher gucken, erstmal auf Faser zu gehen, also irgendwie ZLF oder so, ist ja kein richtiges Carbon, aber da würde ich erst den Schritt da machen und wenn man dann damit zurechtkommt, vielleicht da, ist auch eins der offensiveren Hölzer von Butterfly, also ich denke, das Können muss schon einigermaßen ausgeprägt sein. Im Großen und Ganzen, ich denke, es ist gut, die Riesenstärken sind im Blockspiel, also gut blocken geht damit, glaube ich, unfassbar gut. Und, das weiß ich noch von meinen Erfahrungen aus der Halle, Gegenziehen ist auch ein Bereich, der sich da sehr, sehr gefühlvoll anfühlt. Ja,
Im Großen und Ganzen, was sage ich dazu? Gutes Holz, aber nichts für Anfänger und auch nichts für die etwas Fortgeschrittenen. Da muss man, ich glaube, es verzeiht auch nicht so viel Fehler wie, sage ich mal, Thiago Apollonia Holz oder ein Holz aus der Innerfrost-Serie verzeiht definitiv mehr Fehler. Oder Naturhölzer sowieso. Das ist erstmal mein Resümee zu dem Holz und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es gut fandet, dass ich jetzt auch noch was mit Material mache, dann bitte in die Kommentare. Und ja, ich verabschiede mich erstmal. Macht's gut.